ist wieder der Special von YouTube und bei der Kraft von Grayskull. Ich habe die Macht. Heute im Vergleich Mastodon EU und US-Version. Und da hätten wir die Mastodon aus den USA. Riesenkarton. Habt ihr schon mal eine Crocs gesehen? Haha. Riesenkarton für, ich sag jetzt mal, 65 Euro Versand und Steuern. Muss es auch ein großer Karton sein. Ey, Wahnsinn, ne? 65 Euro. Ihr bezahlt fast genauso viel immer, wenn ihr was aus den USA schicken lässt. Außer vielleicht bei Amazon, wie das Produkt kostet. Besonders, wenn das dann halt über diesen Mindestwert ist. Was ist denn das, USA? 22 Euro oder so? Ja, und da haben wir die jetzt drin. Oh, weil das ist ja quasi... Junge, was haben die da alles reingepackt, ey? Leco Mio. Und hier haben wir jetzt die Mastodon aus der USA von Target. So, und hier mal die beiden Kartons. EU-Version, US-Version. Das seht ihr schon hier dran. EU 23 und US-Version 30 Meter. Die Rückseite ist nahezu identisch, aber hier seht ihr 23 Meter und hier 40% und 60%. Bei der US-Version 30 Meter und hier 20% und 80%. Und das Lustige ist, die haben hier nochmal so einen Aufkleber drüber gemacht. Da seht ihr jetzt hier nochmal 27 Meter und hier 30. Eigentlich ist es genau derselbe. Und bei der EU-Version, seht ihr, da ist kein Aufkleber. Warum das auch immer dann so gemacht wurde. So, da haben wir jetzt die beiden Mastodons, Mastodonne, keine Ahnung, auf jeden Fall sind zwei Stück. Das hier ist jetzt die US und das ist die EU-Version und den Unterschied erkennt ihr nur am Trigger orange und der ist grau. Bei der deutschen Version haben sie noch hier diese Info angebracht. Die ist bei der US-Version, seht ihr einmal hier, nicht vorhanden. Ansonsten sind sie gleich, die beiden Plaster. Da gibt es jetzt wirklich keinen Unterschied. Normalerweise habe ich noch jede Menge Batterien. Ich habe mir mal Fusch neu gekauft, damit es nicht nachher heißt, in dem einen Plaster, die waren ein bisschen stärker, in dem anderen, die waren ein bisschen schwächer. Nein, die kommen jeweils in ein Plaster rein. Hätte ich auch lieber gehabt, aber zwei Stück 6 bis 7 Euro war mir dann ein bisschen zu viel gewesen. Das hier sind schon knapp 12 Euro. Ihr müsst ja auch bedenken, ich habe für die beiden Plaster hier gut 275 Euro auf den Tisch gelegt. So, Batterien sind drin. Jetzt machen wir schon mal einen Lautstärkenvergleich. Das hier ist die EU-Version, also die mit dem grauen Trigger. Und hier haben wir dann die US-Version. Hört ihr? Die läuft schon schneller. Nochmal, EU. US. Hier haben wir noch die beiden Gurte von der jeweiligen Version. Und die unterscheiden sich jetzt auch nicht. Ja, ein kleiner Reichweitentest. Linke Pylone 15, rechte sind 20 Meter. Ich habe die Markierung bis 35 gemacht. Das hier ist jetzt die EU-Version mit dem grauen Trigger. Ich halte den Plaster erst gerade und dann nachher so ein bisschen schräger. So. Ja, hier sieht man, keine 10 Meter fliegen die da zu weit. Jetzt halte ich ein bisschen schräger. Und die kommen so bei der, kurz vor der 15 Meter Markierung an. So. Jetzt nehmen wir die US-Version mit dem orangenen Trigger. Ich halte jetzt auch wieder gerade. Und ihr seht jetzt schon, wir hatten eben 10 Meter. Jetzt haben wir schon 15 Meter, wo wir beide Plaster gerade gehalten haben. Jetzt halte ich ein bisschen schräger. Und wo kommen sie auf?
22, 25 Meter Marke. Ich gehe mal gerade hin, dann sieht man das besser. Ja, normal müsste ich da noch eine Kamera hinstellen, aber habe ich jetzt mal gelassen. Also eben EU-Version, jetzt sage ich es richtig. 10 Meter gerade, 15 Meter, wenn wir den EU-Blaster ein bisschen schräg gehalten haben. Der US-Blaster gerade gehalten, 15 Meter. Und hier seht ihr dann, gut, die sind jetzt runtergefallen und dann noch ein bisschen weiter gerollt. Aber man kann sagen, ich gehe mal hier rüber, sieht man meinen Schatten. Hier ist die 22 Meter Markierung. Wenn er den schräg haltet, 22 bis 25 Meter möglich. Und das sind gut, ich sag mal 7 bis 10 Meter fliegen die Darts dann weiter. Ja, jetzt mache ich noch Folgendes. Und zwar, die beiden fliegen gleich raus und stattdessen kommen diese Akkus mit je 3,7 Volt dann rein. Plus natürlich Dummies. Hier wieder die EU-Version, ca. 13,4 Volt sind jetzt im Blaster drin. Und ihr habt ja eben gesehen, gerade gehalten war er bei ca. 10 Meter. So, jetzt seht ihr schon, die fliegen über 15 Meter hinaus. Jetzt halte ich das Ganze nochmal schräg. Ihr seht auch, der Blaster schießt schneller. Yo, das nenne ich mal eine ordentliche Reichweite. Bin mal gespannt, ob der US-Blaster gleich noch weiter schießt. Also, ihr habt gesehen, über 15 Meter gerade schräg sind die hier bei 27 bis 30 Meter runtergekommen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, das hier ist wieder die US-Version mit derselben Voltzahl wie bei der EU. Ich halte den Blaster wieder gerade. Vielleicht ein, zwei Meter weiter. So, und jetzt schräg. So, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Moment, nochmal neu. Na, ist ihm, glaube ich, vielleicht schon zu schnell. Ich gucke nochmal. Ja, ihr seht, der hat leichte Probleme. Aber... ja, das schafft er nicht so. Ja, da hat er irgendwie leichte Probleme, aber die Reichweite ist schon enorm. Wahnsinn. Da haben wir die 30er und die sind jetzt verteilt. 33 bis 35, vielleicht sogar noch weiter geflogen, dann Meter. Ich mache jetzt Folgendes, ich werde jetzt nur mal eine von den 3,7 Volt Akkus verwenden. So, ein Akku ist drin, die US-Version. Eben hat er ja leichte Probleme gehabt, mal schauen. So. Boah, sind so 20 gewesen, jetzt halte ich mal ein bisschen schräger wieder, wie eben. Oh ja, und ihr seht, jetzt hat er keine Probleme. Wahrscheinlich waren eben die Voltzahl zu hoch. Und jetzt schauen wir mal wieder die Weite. Also 17,5, wenn er gerade halt, auf jeden Fall, vielleicht sogar 20er. Und hier seht er dann so, ja, ist nicht ganz so weit wie eben. Aber dafür hat er dann halt komplett durchgeschossen. Und ihr seht, hier seid ihr so im 30er, 32er Bereich dann gelandet. Ja, jetzt habt ihr gesehen, die US-Version mit dem orangen Trigger schießt ca. 7 bis 10 Meter weiter als die EU-Version. Setzt man jedoch in die EU-Version Akkus rein, zum Beispiel zwei von den 3,7er, dann kommt er schon auf eine ordentliche Reichweite. Hier waren zwei Akkus zu viel, habt ihr gesehen, da wollte die Trommel sich nachher nicht mehr weiter drehen. Die Schüsse gingen aber bis ca. 35 Meter, wenn man Schreck gehalten hat. Ein Akku reicht auch, da kommt er noch locker so auf eure 30 Meter. Wollte ich euch mal den Vergleich gezeigt haben. Und jetzt kommt noch eine kleine Info. Ist es frisch? Ist es bei mir direkt auf dem Tisch? Quatsch. Die neuen, ganz, ganz neuen Blaster von Busby. Also mit Stand Ende Juli 2016. Aus der The Walking Dead Serie. Karls Revolver. Dann haben wir hier Andreas Rival. Ziemlich cool. Vom Riggs die Shotgun.
Aberrants M16. Was fehlt, ist Michons Katana. Muss mal schauen, ob ich es besorge. Wird mich ungefähr 60 Euro aus der UK kosten. Ich glaube, in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht erscheinen. Aber hier haben wir noch weitere coole Blaster. Nitec. Die Destiny. Cyclonic. Und zum Schluss noch die Reaper. Jo, die Videos kommen demnächst. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun, dann verpasst er die auf keinen Fall. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Sagt man tschüss, bis zum nächsten Mal.